weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so. Ma'am. Darf ich? Was? Ja, anmoderieren? Wenn du willst. Läuft die Aufnahme schon? Mhm. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer Avengers Tower. Mit dem nicht sehr befriedigten Lutz. Und mit dem Tahu, der auch keinen Bock mehr hat. Und wir sind jetzt bei Tür Nummer 21. Wo wahrscheinlich auch wieder irgendwas von Iron Man drinnen sein wird. Das letzte Mal haben wir einen Hydranten bekommen, der mir gerade auseinanderfällt. Mit 21 darfst du ja in Amerika trinken. Also muss das jetzt sehr... Was? Erst mit 21? Ja. Ach du Alter. Richtig so. Ja. 21. Ja, ich brauch jetzt was Hochprozentiges, Ladies and Gentlemen. Mm. Ich brauche jetzt wirklich was ganz Starkes. Bitte lasst es endlich Thor sein. Etwas, was reinhaut, ja. Ja, etwas, was reinhaut. 21, nee. Jungs, was sagt ihr? Iron Man. Ich sag Hulk. Iron Man hatten wir schon. Hulk, okay. Bin ich wenigstens mal passend angezogen mit dem Grün hier. Ja. Ne? Also. Los, es ist... Das ist irgendeine Scheiße, oder wie? Naja, es soll ein Fenster sein. Das soll wahrscheinlich Tony Starks Werkstatt darstellen. Perfekt. Was bekommen wir als nächstes? Tony Starks Unterhose. Ich hab's doch gesagt. Es ist wieder was von Tony Stark drinnen. Und ich hatte recht. Ich hatte recht. Wie weird man das aufbauen muss. Hä? Aber ich wette, entweder ist Thor in einer 23 oder in einer 24 drinnen oder er ist gar nicht drinnen. Nein, in einer 24 ist das bescheuerte Blümchen. Bäumchen. Woher weißt du das? Hm? Hast du gespoilert? Nö, ich denke nur logisch. Also ich hätte halt gedacht, dass die bei der 24 das Krasseste drin haben, also wahrscheinlich... Ja. Den Full Iron Man, so, also. Nein, das Türchen, weil das ist bei weitem das teuerste. Ach, das Türchen haben sie drin. Ja, das Bäumchen. Weil das Bäumchen kostet dich umgerechnet eigentlich 200 Euro. What? Okay. Ach so, ja, stimmt. Denk mal drüber nach. Wegen den fucking Infinity Steine. Ja! Spoiler. Stimmt. Eigentlich wollte ich mir ja dafür auch eigentlich, aber ach, scheiß auf den Adventskalender. Sollten wir uns jemals sehen, kriegst du alle Steine, die hier drin waren. Gratis. Thanks. Das ist ja hier, also wir bauen jetzt hier gerade Tony Starks Fensterreihe. Ja, also das klingt einfach... Das klingt doch schon lächerlich. Ja, eigentlich ist es cool. Wie teuer sind dann bitteschön diese Ultra-Minifix hier? Ach du Heiliger. Ja, ich meine... Hä? Muss man... Also man erkennt auf diesem Bild aber auch nichts. Doch, muss man. Cool. Ja, vor allem, wenn der Fokus halt nicht mitmacht. Gott sei Dank habe ich heute schon guten Marvel-Content konsumiert. Zum Glück macht dann muss das hier keine Erwartungshaltung mehr erfüllen, ne? Nee, das nicht. Ja, wir haben jetzt hier Tony Starks Iron Man Collection. Wow, mit roten Figuren, die was nicht mal auf Wish so billig aussehen würden.
Obwohl die bestimmt ein bisschen was wert sind. Also jetzt mal seriously. Diese kleinen Minifigs sind immer wahnsinnig. Ich hab jetzt gar nicht so richtig was von dem Aufbau mitgekriegt, oder? Egal. Das war's jetzt erstmal. Also eigentlich ist es halt wirklich cool, weil es halt so Iron Man 1, Iron Man 3 mäßig ist, ja. Ja. Haben die auch einen Druck drauf, oder was? Nein, die sind einfach bloß rot. Also, ne, dachte ich mir schon. Die sind vorne rot. Die sind von hinten rot. Und irgendwie hätte das nicht ganz jetzt das besser zu sagen. So. Und man kann es anwinkeln. Wow. Wow. Voll krass. Das finde ich irgendwie gerade witzig. Was ich jetzt nicht verstehe, ja. Wir erinnern uns alle an die Avengers-Toilette. Ja. Warum hängt der Kranz jetzt nicht da drüber? Damit das weihnachtlicher aussieht? Also ich glaube, die haben sich jetzt nicht so viele Gedanken bei diesem ganzen Kalender gemacht. Machen wir eine Avengers-Modifikation. Wie geht das bloß nicht? Jetzt haben wir es. So. Warum hier ab? Wow. Perfekt. Das Ding ist nicht zu retten. Nee. Ja, Leute, aber wir haben Tony Starks Weihnachtswerkstatt gesehen, bekommen. Nur noch 3 Türchen, Leute, dann ist der Kack auch endlich vorbei. Yay!